Willkommen hier zu meinem nächsten Flug von Zürich nach Olbia mit der Flight Factor A320, heute mit der Edelweiss-Livery. Und der heutige Flug geht es mehr um einen Test mit einer neuen Wetterengine. Dieser Vorschlag habe ich vom User Luftbilder HD bekommen, also danke dafür. Das ist mein erster Flug mit diesem Plugin. Ich habe mich da ein bisschen geärgert die letzten Male mit X-Enviro wegen der FPS-Zahl. Und ja, heute möchten wir das jetzt einfach mal zusammen testen. Die Livery ist gratis, die kann man runterladen. Es gibt 4 Versionen von der Edelweiss. Das ist eine Version mit der, wie heißt das, mit Air Berlin. Türe, mit der Air Berlin Türe hinten drauf, das ist die HBIHY anscheinend, ich weiß es nicht, so steht es in der Beschreibung. Ich werde dann die Edelweiss Liveries für die Flight Factor auch in der Description verlinken. Genau, ich habe das hier oben, es ist zwar klein, ich vergrößere das dann halt nicht, ich kommentiere das dann ab und zu, die FPS, also die Bildwiederholrate von der jetzigen Wettersituation her. Und ja, so wie ich mir das jetzt erklären gelassen habe, ist das Ultra Weather XP heißt das. Ultra Weather XP ist oder nutzt die X-Plane Engine selbst, also es macht die Ingame-Wolken sozusagen schöner. Gut, während dem Flug werde ich dann noch die Settings zeigen, aber da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, weil ich das jetzt wirklich nur mal initial testen werde. Ich habe da eigentlich noch gar nichts gelesen. Dann schalte ich mal hier das Flugzeug ein. Ich habe das jetzt bereits angeschlossen, die GPU, external Power und so weiter mache ich jetzt auch gleich, damit die Initialisierung vorangeht. Noch hier auf die ADIRs auf Navigation und hier machen wir gleich ein bisschen leiser, den blauen kann man schließen oder leiser machen. So, dann sind diese drei Sachen am Alleinen. Ja, wie gesagt, FPS-Probleme immer wieder mit X-Enviro. Es gab sehr extreme Situationen, vor allem in der Luft, wo es plötzlich auf 9 FPS runtersank und sich dann nicht mehr erholte. Und das kann da nicht sein, weil auch wenn man einen sehr performanten PC hat, ist das eigentlich ein, ja, also 9 FPS, da fliegt keiner mehr, das ist dann gar nichts mehr zu fliegen, ja. Hier noch schnell Fuel Packs, da sind wir eigentlich an einem Gate, Cargo mache ich auch schnell, so. Wir fliegen nach Olbia, habe ich schon gesagt, Fuel, da brauchen wir 10.000 Kilogramm höchstens. Passagieranzahl mache ich ein bisschen so, ja, so lala. Es ist zwar immer noch voll, aber egal. Cargo mache ich dafür ein bisschen weniger. Ja, aber auch gut befüllt. Ja. Performance Data haben wir jetzt 70 Tonnen insgesamt. CGMAC-Verteilung ist eigentlich okay. Wir sind da, Zero Fuel Weight ist da unten. Alles im Rahmen. Okay, bevor ich jetzt da mit dem Wetter mich auseinandersetze und nochmals mit den FPS-Zahlen, werde ich mal das ganze Flugzeug nochmals initialisieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Und das werde ich jetzt im Schnelltempo versuchen zu machen. Das ist Olbia. Return, Align, Iris. Ich habe vorher gedacht, ich mache einen Flug mit IVAO, aber mir ist dann dazwischen mal X-Plane abgeschmiert und ich habe dann ja, gefunden, ich mache das jetzt nicht, sonst fragen die sich immer, wieso ich mich da auf Offline umschalte dazwischen. Und mit einem neuen Add-on habe ich ein bisschen Schiss, dass ich da was noch verändert werde. Na, mal testen wir mal ohne. Cruising Flight Level mache ich einfach 330, das ist okay. Gut, dann Initialization, da mache ich einfach hier wieder ein
ein Set, dann passt das soweit. Trim Position ist 1.3 und Flight Plan. Der Flugplan, genau, da können wir hier im Browser wieder nachschauen. So, das habe ich schon mal vorbereitet. So, flugplanmäßig, der erste Einstiegspunkt wird Webbit sein, dann Richtung Westen, Omido, alles runter über diesen Airways Uniform November 850. Odina brechen wir jetzt weg zu Quebec 343, Airways 343, alles runter Richtung Süden, da mit Mittelmeer und ungefähr in dieser Höhe beten, beim Waypoint beten. Das ist in der Höhe von Pisa, San Giusto. Da brechen wir aus den Airways weg und machen einen Direct. Direct dann nach Sunef. Und direkt nach Olbeck. Und bei Olbeck nehmen wir eine Arrival-Route für Olbia in Sardinien, also das wäre dann Sardinien. Ich glaube, ich kann das da, so sieht es vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Night Flight Modus, genau, so, das ist Sardinien. Hä? Und da oben die Schweiz, da sind wir. Genau, also das wäre die Flugroute. Ich werde jetzt mir das mal so abschreiben. Sonst muss ich da immer hin und her switchen. Ich gebe das jetzt manuell ein. Ist nicht schlimm. Da kann ich einen Return machen, also Webbit. Dann hier in den Flightplan rein tun. Und dann von Webbit gehen wir über die Airways. Tango 53 nach Gersa. Aber wir machen nachher dann auch ein Direct. Das macht viel mehr Spaß. Gersa. Weil sonst machen wir den ganzen Bogen für nichts. Dann Uniform November. Unable to select pushback tug view at this time. Entschuldigung. Oh, blöd. Entschuldigung, da, das ist klar. Ich bin da irgendwie rausgerutscht. So, nochmal. So, das muss blau sein natürlich, der Rahmen. Uniform 850. Odina. Bei Odina nehmen wir diese Quebec 343 Richtung Beten. Wieso gebe ich das wieder so ein? Beten, so. Dann machen wir ein Direct. Sunef, da kann man. Oh, jetzt wieder aufpassen. Sunef. Ah, wann geht das? Ah, klar, okay. Ja, da muss man aufpassen. Das geht nicht automatisch zurück. Also sobald man mit der Maus da drüber fährt, deaktiviert sich diese Keyboard-Funktion. Sunef, Olbeck. Das passt. Okay, wir haben aktuell in Zürich Wind. Das habe ich jetzt einfach online. Online können wir, das können wir mal wegcanceln. Da machen wir hier einen neuen Tab auf. Da gebe ich einfach mal google.ch. Ich gebe einfach mal Metar LSZH. Da nehme ich irgendwie Admin aktuelles von heute vielleicht. Das ist aber nicht von heute. Da gibt es doch viel besseres, so war's, Google. Nein, Metar LSZH, da gibt es doch eine andere, so, da Metar TAF, genau, das ist die bessere Seite. Das ist nämlich, ja genau, vor 12 Minuten haben wir 7 Knoten aus Silvest und da haben wir den ganzen Metar Code. Das ist noch gut beschrieben für ja, für die, die sich mit dem Code noch nicht auskennen, wie ich, kann man sehr gut ein bisschen interpretieren, was ist. Also wir haben leicht bewölkt bis
in der Höhe von 7000 Scattered 110, das ist aufgelockert bewölkt in einer Höhe von 11.000 Fuß. QNH ist 1006, no significant changes. Sichtweite 10 Kilometer oder mehr. Luftfeuchtigkeit, Temperatur 18 Grad und so weiter. So, aber mich interessiert mal der Wind aus Südwest. Hier 7 Knoten 230. Das heißt, ich mache einen Start. Zuerst noch den Flugplan inserieren. LSZH, Departure. Ich nehme mal Runway 28. Dann gibt es Webit Triwiski, weil wir ja den Wegpunkt Webit Triwiski nehmen. Können das da anschauen. Ich mache das dann auch immer so. Hier ist der nächste Einstiegspunkt, ist Webit. Ich gehe da mal rein. Wo ist Webit? Das kann nur eine SIT sein. Webit. Und da gibt es... Ah, das geht ja nicht da, lustigerweise. Naja, da muss ich halt suchen. Gersaut, Webit, das wäre eine Chart. Oh, das sieht jetzt ganz plötzlich... So ist besser, ja. Aber das ist die falsche Runway. Webit Triwiski, das wäre sie. Ja, genau. Da ist der Entry Point und das ist hier die SIT. Die nehmen wir. Webit Triwiski ohne Transition ab in den Flugplan und das war's. So, nächster Punkt wäre vielleicht gut, den Metar von LIEO rauszufinden. Da gibt es auch das da, Flughafen von Olbia, ist auch Breite, Beachtung vor 14 Minuten, das ist Werbung im Cockpit und in Olbia haben wir 6 Knoten von 080, Wind variabel 050 bis 120, aber gute Sicht. Bei 1500 leicht bewölkt, 19 Grad, QNH 10, 12. Stimmt, was ich das da gesagt habe? Sichtweite leicht bewölkt in der Höhe von 1500 Fuß, nicht Meter. Ja. Wind aus Ost, also nehmen wir Runway 05, glaube ich. Dann gibt es hier verschiedene Routen. Routen in Olbia. Jetzt heißt es eben Olbeck, da habe ich da mal Olbeck, das wäre eben der letzte Punkt. Das wäre das mal so ein Flug rund, das könnten wir eigentlich auch mal nehmen. Das wäre für Runway, kann ich das da drehen? Geht das da irgendwo? Egal, muss mal schauen. Runway 05, dann for PR North Arrivals. For ILS Approach, das könnte man eigentlich auch nehmen, oder dann gibt es hier das da, das wäre wieder ein bisschen anders. Gibt es wahrscheinlich irgendwo Restriktionen? Nö, ja, sehe ich jetzt nicht von dieser Schriftart der Größe. Oder so, Olbeck, das wäre auch möglich über den Bexip. Olbeck, One, Quebec, Transition Level by ITC, PR-NAV, das würde unterstützt. Ja, sonst nehme ich mal das da. 05, Arrival, ILS 05, ILS 05, Victor or Zulu, ja, das können wir jetzt da. Dann mache ich das mal weg. Da. Das nehmen wir, Olbeck One Quebec. Und dann gibt es diesen ILS 05 Zulu or Victor. Das, der Unterschied ist, sind glaube ich einfach die Durchstartverfahren. Bei Zulu startet man durch. Hier fliegt dann eigentlich, glaube ich, rechts weg. Climb 5000 cross DM 19er Smeralda.
turn Ryan and Jolo following DME Org SME. Okay, ja genau. Durchstarten bei 19 Meilen SME rechts in ein Holding rein, Ekrop und dann irgendwie wieder zurück und Victor ist ein bisschen anders, ja. Sonst nehmen wir Victor, Proceed, Climbing, da gibt es direkt einen Right Turn nach 16 Meilen, aber das würde dann von einer ATC uns da vergeben. Ich nehme jetzt einfach mal den Victor. ILS 05 Victor. Transition, wir haben jetzt eben keinen. Batok. War das da? Das haben wir gesagt. Olbeck 1 Quebec. Olbeck 1 Quebec. Wo bist du? Noch weiter. Oh, ich bin. Da war's ja. Da. Olbeck 1 Quebec. Hallo? So, Transition brauche keine. Machen wir ein Insert. Schauen wir uns mal das Gewurstel an. Und genau, hier ist unser Flugplan. Schalte da noch um auf den Plan, damit wir da was sehen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt nochmals durch, was wir da hingebastelt haben. Durch Webit, genau, Right Turn, da ist natürlich die Geschwindigkeit dann maßgebend. Da macht er so eine Schlangenlinie. Omidio, Ortak, Gersa, Soson, Odina, runter, Beten. Top of Cruise, Sunef, Top of Descent, Holbeck, runter am Bexip, Obimi und wir haben ein Flight Discontinuity da bei E, wo ist er jetzt da? E05, hier noch bei Diesel. Wie machen wir jetzt das? Am besten gehen wir einfach bei Senal. Wo ist jetzt Senal? Das ist das da. Obimi, Senal. Da braucht es eigentlich. Diesen Diesel. Ja, genau. Das ist da falsch. Also E. Eigentlich können wir bei Senal direkt auf E0507. Eigentlich braucht es den nicht. Hä? So, jetzt muss ich da mal schauen, wie ich da löschen kann. Ich glaube, den können wir einfach überspringen. Next ist. Ach, Entschuldigung. Ich war Leo. Das frisst er nicht. Doch, da haben wir mal eben, das ist irgendwie verschwurbelt, so. Was ist das? E0? Nein, EO 507. Klar, nicht erlaubt. Not allowed. Oh, sorry, das war next waypoint. Sorry. Jetzt.
das gefällt ihm immer noch nicht. Ja, einfach auf Clear und dann auf Weg. Okay. Da haben wir noch. Okay, super. Da haben wir noch. Ja, genau. Jetzt ist natürlich dieses Gewurstel da. Limit 5. Da müssen wir noch korrigieren. Aber das können wir wahrscheinlich auch so rauslöschen. Ja. Den auch da. Gibt es zwar eben noch einen Flight Discontinuity. Jetzt gefällt es mir besser. Ich habe zwar im Flight Discontinuity nach 05, aber jetzt habe ich es weggeklickt, wieder einmal. Das ist natürlich das so machen. Da haben wir einen Durchstart, also da 05 REO. Was soll ich da machen? Soll ich das nochmals versuchen? Next Waypoint ist REO 05. Ne, das Paar haltet er. Ich mache jetzt einfach mal ein Insert. Ach komm. Und gehe. Ja, jetzt habe ich zwar diesen Discontinuity, wenn ich das da rauslösche. Ah, jetzt stimmt's. Perfekt. Also mit Clear könnt ihr die Discontinuities rauslöschen. So, jetzt sieht es ja eigentlich sauber aus. Da kommen wir, Bexib, Obimi, Senal, runter auf E05. Stimmt das von der Höhe her? UTC-Zeit, Geschwindigkeit könnte passen. Ne? Das nach im Chart anschauen. Altitude 3700, 3.0. Und das ist die Landing Elevation Height, also das sieht alles gut aus. Das blaue ist dann durchstarten. 6000 SME und hier dann nach rechts. Dann müssten wir das nochmals neu eingeben, aber jetzt passt es. Okay. Gut, so jetzt kann ich das wegklicken. Also die Route wäre drin. Performance müsste ich jetzt noch machen. Geschwindigkeit eingeben. Ich mache V1 138, Rotate 142, 146 V2. Wir schauen mit Flaps 2. Flex Temperature 35. Nächste Phase, Managed Speed ist 7,8. Da würde ich mal ein Preselect machen von jetzt mal 1.8. Wir schauen, dass wir. Ach, Entschuldigung, wir sind jetzt da. Only Speed Entry Allowed. Ja, klar, ja. Da müsste ich noch was umstellen. Egal, lasse ich so sein. Nächste Phase: Cruising. Ach, da, Cruising vielleicht. 8.1. Kann ich da? Ja, da. Das ist. Mach, was ich da. Die Geschwindigkeit, die ich da fliegen möchte. Nächste Phase: Descent. Managed 48 oder Punkt 48 und so weiter. So, und QNH war in Olbia 10, 12. Temperaturen 19 Grad und Wind ist 080 6 Knoten. So. Decision High ist 200, kann man eigentlich immer auf 200 stellen, wenn das ein Kategorie 1 Anflug ist. Browser, Navicharts, da, ILS, wir machen ja diesen ILS. Genau, da kommen wir her, das ist, wäre ja diese ILS Locator ist 109. Das war da EO507 übrigens. EO507 3800 Fuß. Komm, das prüfen wir jetzt nochmals.
im Flight Plan. Siebenhundertfünfzig, ja, das passt, also wegen 50 Fuß und so weiter und so fort. He? Localizer, das ist ein High. Ja, 200. Gut, Flight Level haben wir, Speed haben wir. Nicht, das sollte so stimmen. Performance Data haben wir gemacht. Dann kann es jetzt eigentlich losgehen mit dem Cargo. Das removen wir. Dörrchen schließen. Fuel Truck weg. Dann starten wir. Gehe mal kurz die Checkliste durch. Ich glaube, die Lichter habe ich noch nicht eingeschaltet. Ja, genau. Windows ist aber dran. Da kann ich eigentlich jetzt die APU starten. Packs mache ich mal kurz auf Off. Seatbelts on. Emergency Lights on. So. Starten wir die APU. Oh, jetzt haben wir 40 FPS. Ich habe jetzt von lauter Schwarzen die FPS-Zahlen nicht mehr angeschaut. Das ist okay. QNH 10.1.3. Das glaube ich war anders. Das war noch 1.0.0.6. Genau. APUs available. Wir machen die Bleeds on, Packs on, Temperaturen mal auf 21, 22 Grad. Schauen, ob das passt. Engines, bla, Bleed ist auch da. Pressurization is auf Auto. Elec ist jetzt von APU gespiesen. Condition, das habe ich gesucht. So, 26 Grad im Cockpit. Ja, das ist schon sicher ziemlich sommerlich. Wir machen das aber jetzt auf 21 Grad. So, ja, genau. Jetzt passt sich die Temperatur an. Perfekt. Doors are closed. Wheel is checked. Flight Controls kommen wir noch. Da machen wir Trimmung 1. Oh, das kann ich noch nicht. Stimmt. Zu früh. Next. Das ist alles. Ja, das müssen wir jetzt da nicht einzeln nochmals durchgehen. Das ist okay. Schnell gucken. Before start, fueling, checking, chokes und so weiter. Traffic cones. Ja, genau. Das können wir jetzt machen. So. Den externen mal weg. Alles ist noch dran. Service. Diese abschalten. So, und danach werden wir den Rest machen. So, ADF und vor. LS ist gecheckt. Autopilot Z, Initial Altitude mache ich mal 7000. Come on, 7000 Blue. So, was sagt der Start? In LS da. Starten wir bei Piloten mit 202.01 Geschwindigkeit. Ja, das passt. Performance, Fuel Prediction können wir das mal so einschalten. Also ich lasse jetzt da, drehe ich da nichts an der Geschwindigkeit. Ich lasse mal den Autopiloten steuern. Und danach haben wir ja, Pushback eigentlich, die Pushback-Phase. Die Beacon an. He? So, den Bildschirm können wir abschalten und dann hole ich mir jetzt mal Pushback, wenn da alles stimmt. Genau. Ground to cockpit, please show me where you want to go. Genau. Nun, das Wetter wird wieder besser.
kann mich da, ich bin da allein im Flughafen, kann ich mir da einfach irgendwo pushbacken lassen? On to cockpit, tow is driving up. Genau. So, dann haben wir hier bereits Pushbacken. Ja, okay, wenn da jetzt da noch am Hinfahren ist, der Pushback, unterhalte ich mich mal jetzt kurz wegen dem Wetter. Ja, wie gesagt, ich habe das Wetter, dieses Wetter-Plugin vom User Luftbilder HD vorgeschlagen bekommen. Ihr seht eigentlich hier ein X-Plane-Wetter. Im Hintergrund wird das aber mit einem Plugin verbessert. Das ist dieses sogenannte Ultra Weather XP. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Set parking brake. Und ja, was war der Grund? Das war einfach mal ein Eintrag auf meinem YouTube-Kanal und ich bin jetzt dem einfach mal gefolgt. Ich probiere jetzt das einfach mal aus. Ich habe da mal das X-Enviro abgeschaltet, weil ich mit X-Enviro ziemlich Probleme hatte, vor allem mit der A320. Und ja, so ich muss das mal richtig tippen, oder? Das ist so die Wettereinstellungen mit den Wolken, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was bis jetzt schon, was jetzt schon sehr gut auffällt, ist die Performance. Also wir haben jetzt hier connected and bypass been inserted. Release parking brake. Ich muss da mal schnell Folge leisten. Ja, genau. Na, machen wir doch. So. Starting pushback and you may start the engines. Ja. Das machen wir doch hier noch, die Fuel Pumps. Nicht vergessen. Engine number one. So. Da passiert jetzt aber nichts. Da habe ich was wieder vergessen. Was habe ich vergessen? Das ist available. Packs sind off. Oder muss ich die on lassen? Nein, APU Lead ist eigentlich da. Egal, versuchen wir es nochmal. Na, jetzt. Zweimal probieren. Genau. Ja, FPS-Probleme, wie immer. Wobei es schwankt zwischen jetzt zwischen 30 FPS und 40 FPS. Ja. Es geht jetzt einfach mal darum, auch etwas Neues auszuprobieren. Der Unterschied zwischen X-Enviro oder das SkyMax Pro ist gegenüber X-Ultra Weather XP ist, dass X-Enviro und SkyMax Pro die eigenen Wolken mitbringen. Engine 1 is available. Und ja, das zieht zum Teil halt recht an der Performance. Es war nicht immer so. Ich glaube, es hat auch mit den NVIDIA-Treibern zu tun. Ich hatte heute gerade wieder das Phänomen, dass hier während der Aufnahme plötzlich die FPS abgesackt sind und beim Runterfahren sich irgendein NVIDIA-Treiber-App oder was zum Geier es dann ist, es war auf jeden Fall von NVIDIA. Das hat dann geklemmt. Also auch dort wird der Arbeitsspeicher oder die Prozesse nicht sauber freigegeben. Ich möchte jetzt nicht einfach alles an X-Enviro rüberschieben. Aber Operation complete. Please set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Und ja, das war halt ein bisschen. Kann man eigentlich da Licht rein tun? Nein, das ist Takeoff. Engine available. Ja, okay. Dann machen wir die Bleeds off.
Probeheat kann man eigentlich einschalten, dann available Master Switch off. Engine on, die Eyes on. Wobei es ist ziemlich warm, das braucht es eigentlich nicht. Können wir eigentlich wieder abschalten. Ja, und jetzt testen wir das Ganze mal. Ich rolle da jetzt zuerst mal aufs Rollfeld. Tower is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. I'll see you next time. Have a safe flight. Okay. Fuel haben wir. Genug. Ja. Da geht er. Flight Controls, Prim 1,2, Trim, Ruder full left, full right, neutral aileron full left, full right, neutral, so, pitch full down, full up, neutral. So, und dann machen wir jetzt ein Taxi, ja? Checked, Packs gesetzt. Schauen wir uns die Trimmung an. 1,3. Okay. So, gehen wir zu der Runway 28. Die habe ich auf Ups, Pitch Stream, so weit ist gemerkt, der Rest ist gecheckt. So. Foxtrot. Ja, und ich habe die Einstellung von Ultra Weather XP einfach mal so empfohlen übernommen. Ja, ich zeige es nachher, sonst fahre ich da wieder rein, irgendwo umher. Okay, Autobrakes auf Max, Brake Fans on. Spoilers, Armen sind gearmt. Flaps 2. Flaps, Takeoff. Takeoff Config, Normal. Director is on, autopilot is set, okay. Ja, ihr seht jetzt 32 FPS, sehr bewölkt, also sehr, ja, für meine Verhältnisse eigentlich eine gute FPS-Zahl. Wie gesagt, ich nehme jetzt noch auf, da gehen immer 2, 3, 4, 5 FPS verloren. So, die Edelweiß-Livery wunderbar. Wie gesagt,
Link in der Description, da könnt ihr sie auch runterladen für den Flight Factor. Es gibt 4 Versionen, ich stelle auch noch den Autor hin. Das ist der Hammer. Die Spiegelung, perfekt. Sieht ganz geil aus. Flughafen Zürich von Aerosoft, wie immer bei mir, V2, und der Rest ist mit Orthofrix gemacht. So, da bremsen wir kurz ab. Erhalten wir ein Clearance. Jawohl, okay, Landing Lights. Strobe ist zwar auf Auto, brauche ich nicht. Das ist okay. Packs off. Und das ist okay. Dann haben wir. So, dann starten wir. Wir gehen jetzt da fast in die Wiese rein. Approaching 2-8. Landing Lights, Brake Fans off. Landing Lights, Decker Standby, okay. Was kann ich da noch machen? Das muss ich schnell machen da. 2-8. On runway 2-8. Okay, kurzer Break. Mal die Maus schnell wegnehmen. Brakes on, mal schauen. So, da mache ich hier auf Tara Auto, da machen wir es mal now. 1000, das passt. Ident ist okay. Parking Brakes, bla bla bla, das ist set. Landing Lights ist on, Parking Brakes off. Landing Lights Auto, also eigentlich alles vorbereitet. Okay, gut. Starten wir. Trust ist glaube ich 35. Checken wir gleich ab. Engine stable. Jawohl, Monoflex. Trust 30A, SRS set on the runway. Schauen wir jetzt mal. Another Nuts. V1, rotate. Oh, das war kein schöner Start. Gear up. Autopilot. Okay, das ist sehr Performance, wunderbar. Spoilers disarmed. Speed 160, wir bleiben auf Monoflex oder Takeoff Trust. Taxi Lights off. Das auch. Flaps 1, speed checked. Packs 1 and 2 on. Flaps up, speed checked. Speed check, thrust climb. So, jetzt geht's los. 7000. Wir machen Flight Level 330. 330 Blue. Nach Selected ist Dot 81. Ja, okay. Was soll ich jetzt sagen mit dem Wetter? Ich habe jetzt wieder mal alles im Cockpit gebastelt. Schauen wir uns mal hier dieses Ultra Wetter XP an. Wir fliegen jetzt alles nach Autopilot, von dem her können wir das jetzt mal loslassen. Die Edelweiß fliegt jetzt automatisch Richtung Olbia
und wir fliegen jetzt mal hier durch die Wolkendecke. Der Vorteil ist natürlich, dass Wetterradar im Flugzeug und in den Flugzeug so funktionieren wird, weil es ein In-Game-Wetter bleibt. Und die Settings sind noch so. Ich habe das jetzt wie vorgeschlagen bekommen. Es gibt da verschiedene Sky Colors Texter, die man auswählen kann. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Terrain Mist ist auf 0%, Visibility Mist ist auf On. Da gibt es noch einen Bug, hat man mir erzählt, Moon Glow. Und der Rest ist eigentlich alles voreingestellt. Hier einfach auf das erste Mal installieren, UV XP Mainset klicken und dann entsprechend ja, konfigurieren. Wobei es sieht, ja, also Schluss mit den Settings, weg damit. Ich mache da mal Exit. Es sieht nicht schlecht aus, wie gesagt, das ist das XP Wetter, diese XP Wetterwolken, keine eigenen. Und ich sehr FPS freundlich. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Was natürlich somit auch unterstützt wird, sind diese Funktionen wie diese Wassertropfen hier in Flight Factor A320. Die werden mit X-Enviro nicht unterstützt. Und ja, das ist im Moment alles, was ich dazu sagen kann. 10.000 above, Lights off, Wing Lights können wir auch weg. Seatbelts off und Cabin released. Und ja, das mache ich jetzt auch. Ich release mich. Ich muss noch schnell was essen gehen. Ich hoffe nachher, dass der Flug weitergegangen ist. Wir sehen und hören uns dann beim Approach in Olbia und hoffen dort auch vielleicht regnerisches Wetter, damit wir auch ein bisschen diese Wettereffekte anschauen können. Jo, danke fürs Zuschauen bis hierher und bis bald. Ciao zusammen. So, da bin ich wieder nach dem Verkürzen des Videos und wir sind jetzt über oder vor Sunev. Genau. Pisa. Ja, ungefähr da. Und
und hier kommt Corsica. Ja, und Top of Descent ist gleich da. Ja, ein bisschen verkleiner. So. Also wenn das stimmt, ungefähr mehr als 80-90 Meilen bis Top of Descent. Ja, ungefähr 17.30 Uhr in einer Viertelstunde. Ja, nicht mehr. 13 Minuten. Ja, was soll ich sagen? Hier sind wir auf Flightel 330 und das Wetter ist phänomenal mit Ultra Weather XP. Also was korrigiert, was sicher schon korrigiert wird, ist dieser Standardhorizont. Das war jetzt schon gut. Also es sieht einfach schon ein bisschen besser aus als mit dem Standardwetter. Und was bis jetzt ganz überzeugt, sind die Performance FPS Zahlen. Gut, jetzt habe ich da 43 FPS je nach Sichtweise. Ich kann das drehen, da habe ich zum Beispiel 60 oder mehr als 60. Es variiert natürlich, und wenn ich das Flugzeug ganz nahe habe, ja, dann immer noch über 40. Das geht eigentlich, ja, das geht ja tipptopp. Also kein Abreißen der Performance, was sehr schön ist. Und ja, das macht auch den ganzen Flug natürlich viel angenehmer zu fliegen. Was ab und zu sein kann, und das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, ich habe noch ein Zusatztool gekauft, auch auf Empfehlung hin, ist, um das Wetter in Echtzeit jetzt darstellen zu lassen, also ein globales Real-Time-Wetter. Dieses Tool heißt FS Global Real Weather. Das ist aber ein Tool, das auf der Applikation, also nicht als Plugin in X-Plane läuft, sondern separat. Das füttert mein X-Plane in regelmäßigen Abständen mit, Entschuldigung, das wollte ich nicht, mit, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann, einfach mit Wetterdaten. Also das X-Plane 11 holt sich jetzt nicht die Wetterdaten direkt von seinem Server, sondern es ist ein Zusatztool. Ja, und diese zwei Tools kosten auch wieder. Was mir aber vorteilhafter erscheint, das habe ich vorher noch angeschaut in den Prozessen, ist, X-Plane nutzt jetzt eine Core, also ein Kern, ein CPU-Kern. Ja, wie gesagt, das ist nicht so grafiklastig oder grafikkartenlastig, sondern es kommt auch sehr auf die Performance an, was die CPU hergibt. Denn ihr seht da oben hier die CPU, die muss auch noch was herleisten. Das Problem ist halt eben, es ist nicht, ich sage jetzt mal, nicht multi-GPU fähig oder multi-Kern fähig. Darum nimmt es immer einen Kern hundertprozentig. Dieses Tool läuft aber auf einen separaten Thread, das heißt, es wird einen eigenen Kern dafür beanspruchen. Das konnte ich vorher so mal quasi ein bisschen anschauen oder ja, zuschauen, wie das passiert. Das heißt, es ist, der Wetterabgleich ist ein bisschen schon da, Performance besser, besserig. Wie soll ich das sagen? Performance. Es ist einfach ein bisschen die bessere Performance gegenüber der CPU-Kerne. Und es hat noch, ja eben, das ist jetzt gut, jetzt ist es halt einfach diese Wolken, das aktualisiert sich regelmäßig, wie gesagt, kann man auswählen, man kann aber auch eigenes Wetter abspeichern, man kann das Wetter von vorgestern holen auf diesen Servern, man kann eins selber zusammenstellen, also das ist schon, das ist schon ein Vorteil, was der X-Enviro zum Beispiel nicht machen konnte. Also man kann Echtzeitwetter als Wetterdaten runterladen und direkt hier ins X-Plane einspielen lassen. Das Ganze kostet auch wiederum zusammen um die $80, also 35 Euro hat das Ultra Weather XP gekostet.
plus die diese Real dieser FS Global Real Weather, diese Station. Aber was ich noch dazu sagen kann, was dazu noch kommt, ist zum Beispiel ein Flight Planner, den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich kann es jetzt euch nicht zeigen, weil ich mit der Nvidia aufnehmen Software das Bild aufnehme und nicht mit OBS Studio, darum kann ich da nicht wechseln. Ja. Jetzt bin ich dann gespannt, wie es ist in Olbia vom Wetter her. Wir können uns das hier mal kurz anschauen, das Wetter in Olbia. Das war hier, ja, man. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel, wie heißt das Teil? Duck? Nee. Spam. Ich suche die Suchmaschine. Ja, das heißt Duck-Duck-Go. Ja. Das hat die, was Metar betrifft. Nein. Die besseren Ergebnisse. Ja, da kommt man gleich auf diesen TAF-Website. Ja, das ist mal so ein Detail. Okay. Wir haben zwei Knoten von überall her. Also wir können genauso jetzt herfliegen, wie wir das jetzt geplant haben. Das lasse ich jetzt alles so sein. Wolken. Okay. 1500 Fuß, Wind, QNH ist 10-13, also der Rest passt soweit. Okay, das können wir jetzt mal abschließen. Und ja, jetzt gehen wir mal hierher. Wir sind da, Top of Descent wird irgendwo da sein. Das kann ich jetzt eigentlich mal starten, weil wir relativ hoch sind. Ja, jetzt ist eigentlich schon in 40 Meilen Top of Descent. Jetzt wollen wir doch den Descent auch gleich mal beginnen. So, dann haben wir in Olbia folgende Situation gesagt. Wir kommen dann hier von Olbeck, machen Olbeck 1 Quebec, gehen auf 6000, also wir müssen jetzt schon mal runter. Der Airbus hat mir aber diesen Top of Descent berechnet. Jetzt können wir eigentlich mal Top of Descent machen. Ne? Gut, dann mache ich folgendes. Next Flight Level. Mache ich mal Flight Level 100. 100 Blue. Genau. Descent. Und Geschwindigkeit ist immer noch 0,8. Ich mache aber Geschwindigkeit nach FMS. Drücke da. So. Dann haben wir jetzt Mach 0,8. Ich schaue das auf diesem Display an. Okay. Jetzt befinden wir uns mal auf dem Descent. Jetzt gehen wir mal runter und studiere ich nochmals die Charts. Olbeck. Also 6000 können wir dann ins, runtergehen. Minimum Safe Altitude ist Richtung Westen ab SME, also ab hier alles 6000, dann ist man safe von der Höhe. 4000, alles geht. Olbeck 1, Quebec. Runway 05P, Bernoff Arrival, ILS Approach. 50 knots, okay. So, wo sind wir? Da. Okay. Also jetzt fliegen wir mit Geschwindigkeit von FMS. Olbeck hatte 210.
eben mit U10 über Olbeck da. Olbeck to 10, dann da Richtung. Was hat er da? Da müssten wir unsere 10.000 Fuß haben. Ich könnte das auch wieder so machen. Jetzt hat er gerade ein bisschen gestottert. Das geht nicht, keine Ahnung. Was haben wir jetzt noch für eine Höhe? Noch den 20.000 Fuß. Okay, können wir mal Seatbelts an. Ja, eben, also da gibt es natürlich noch die ganzen Settings. Da müsst ihr aber X-Plane zum Teil einfach neu starten. Das wechsle ich jetzt nicht während der Flug. Okay, das Ultra Weather XP, das ist sicher mal gut investiertes Geld, weil was mir noch aufgefallen ist, der Support ist sehr responsive, also recht schnell beim Antworten. Fehler werden mit Workaround sogar beantwortet, also man muss nicht auf die nächsthöheren Versionen für Fehlerbereinigung warten, sondern man kriegt auch sofort eine Lösung. Manchmal muss man halt nicht irgendwelche Bitmapper da hineinkopieren, aber das ist eigentlich kein Riesen-Act, Files da auszutauschen. Und ja, und mein erster Eindruck ist jetzt eigentlich ganz schnell oder ganz gut mit diesem Ultra Weather XP. Auch das Aktualisieren des Wetters mittels diesem FS Global Real Wetter ist, finde ich, sehr praktisch. Das aktualisiert jetzt in Abständen und ich merke es ehrlich gesagt nicht, dass er im Hintergrund groß was aktualisiert. Das habe ich bei X-Enviro sehr oft manchmal gemerkt. Also da habe ich den Aktualisierer, den Intervall-Timer auf 15 Minuten oder 20 Minuten umgestellt und das ist jetzt, glaube ich, alle 6 Minuten stellt er die Abfrage dar und man merkt ganz kurz einen kleinen Ruckler, aber danach ist es wieder vorbei. Und jetzt, ihr seht, jetzt habe ich 70 FPS und es ist eigentlich hier soweit voll bewölkt, also volle Wolkenstrukturen, und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm zu fliegen. Vor allem sehr, sehr flüssig auch, natürlich. Das passt eigentlich so, also wirklich, wirklich gut. Kann ich auch mal empfehlen. War ein guter Tipp. Ja. Sehr guter Tipp sogar. So. 246-245 Flight Level. Decision High Set. Schon sogar Zeit, um mal sich ein bisschen die Checklisten durchzuackern. Optics obtain, ja, okay. Flight Plan Performance haben wir gecheckt und auf Acquaintances gecheckt. Autobrakes müssen wir noch nicht setzen.
Seatbelts sind on, Lights noch off. Oh, da habe ich den blauen Override, ja? Die ganze Zeit drin gehabt, ja? Also schlimm ist das jetzt nicht. Hab wahrscheinlich keine Luft im Block, im Cockpit bekommen. Ja, ne, sieht aber okay aus. Pew Conditioning, Bleed, ja. Ist alles noch dran. Und der Airbus zu fliegen ist wirklich vollautomatisch, da ist, muss man nichts machen. Fast. So, ich habe aber das Gefühl, dass wir da... Ich weiß doch nicht, ob wir das schaffen. So, das ist 20 Meilen. Ich bin noch bei 22. Theoretisch. Wo ist das da, die 10.000? Mal schauen, wenn ich da am Regler rumschiebe, was der sagt. Ja, jetzt hat es wieder aktualisiert, das Wetter. Ja, 6.000. Ah, das war diese 10.000, also das war ein bisschen zu knapp berechnet wieder vom FMC. Flight Level 60 Blue, wo ist das da? Senal. Das ist ein bisschen knapp. Da muss ich noch Geschwindigkeit abbauen. So. Bei Obimi sehen wir 5.000 sogar. Ja, das ist ein bisschen knapp. Da müssen wir ein bisschen was abbauen. Irgendein Holding oder so rein. Ah, es kann natürlich sein, weil ich da ja die Wegpunkte was rumgepusht habe bei den Wegpunkten vorhin mit diesem Flight Discontinuity, dass er jetzt da nicht mehr auf dem Level ist und nicht mehr auf der Höhe. So, was haben wir da unten? Land in Sicht. Ach ja, das ist ja schon Land, hä? Ja, da müssen wir wieder was abbauen. Ja, das ist wieder mal typisch. Thrust Idle. Vertical Speed is 230. Okay, gut, sonst bremsen wir ein bisschen ab. Wir haben noch 25 Gegenwind, 25 Knoten, dann bremsen wir noch ein bisschen mit den Spoilers. Wir machen jetzt diesen RNAV Approach. So, was sagt uns Activate Approach Phase? Ja, das würde ich mal machen. Confirm Approach Now. MDA, Conage 1, 2, nein, das war falsch, 3 war das. Temperature is 90 degrees, ja, das sollte noch stimmen. Und Wind haben wir von überall, haben wir mal 0, 3 Knoten, so. More drag, ja, ich weiß. Das wird
bisschen zu hoch. Aber zuerst muss ich nochmal schnell schauen. Transition Altitude ist 5000. Wir haben jetzt noch locker 5000. Nee, ich mache ihn back. Warum? Weg 7 sind wir. Und wir sind noch zu hoch. Ja, voll. Also, ich übernehme nachher das Steuer. Auch hier ein Holding noch, oder wie sagt man dem? Einfach eine Abwärtsspirale. Too steep path. Ja, ich weiß, es ist schon klar. Dann machen wir das selbst. Backsip. Ja, ja. Holding, Heading, Bravo. Und jetzt noch Right Turn. Dann machen wir 350. Idle ist checked. Speed ist checked. Ja klar, weil ich Approaching Phase hatte, hier diesen sagen wir mal, den Vertical Speed auf 700 gesetzt. Hätte ich ein bisschen später machen sollen. Naja. Wir machen das jetzt aus 15.000 Fuß. Genau. So, aber eben das Wetter, eigentlich spiele ich das ja wegen dem Ultra Weather XP. Das sieht schon ganz geil aus. Also die ganzen Farbensachen könnt ihr einstellen. Das wird alles. Also ja, was auch fehlt, ist bei X-Enviro gab es diesen Streifen, diesen hässlichen. Das sieht man auch manchmal gut. So, jetzt muss ich nochmals Healing 090. So. 090 steht an. Jetzt fliegen wir ein bisschen dann Richtung Osten. Ne, machen wir 030 und das ist besser. Genau, so. Genau, da gab es diesen hässlichen Strich da bei uns, diese Nebelgrenze oder was es war, das haben die auch irgendwann mal versprochen auszutilgen, aber das geht dann einfach. Ja. Man wartet jetzt schon ewig. Ups, ja, Flaps 1. Ist zwar schon immer noch hoch, sehr hoch, aber Speed. Okay, wir machen jetzt etwas. Speed ist mal 210. 210 Maintain, okay. 210 ist okay, checked. Wir machen jetzt da noch ein bisschen runter mit der Nase. Minus Vertical Speed 1000. Wir sind noch bei 14.000 Fuß. Ja. Flaps 1. Okay, jetzt werden wir wieder schneller, wobei er kann da auf Idle, dann gehen wir ein bisschen rauf. 1000. Dann sollte die Geschwindigkeit ein bisschen behalten werden. Dann fliegen wir wieder Richtung Olbeck. Flight Altitude ist safe. Verkehr haben wir keinen, ATC sowieso auch nicht, also wir sind frei. So vogelfrei, so ziemlich vogelfrei. Okay. Gut, jetzt machen wir einen Right Turn. Heading 9-0-1-1-0. Da möchte ich noch mal checken, 1.09.0 für ILS, Frequency CRS ist, hat er noch nicht geschnappt, CRS, muss ich den CRS noch mitgeben, weiß es nicht, so, Speedbrakes sind hoffentlich nicht geahnt, ich meine, rausgefahren, ja,
Slats sind draußen. Perfekt. So. So, jetzt warten wir noch einen Moment. Wir sind bei minus 1200 Vertical Speed, gehen noch ein bisschen schneller runter und Speed ist 210 immer noch. Ah, die Winglights kann ich mal einschalten, dann haben wir die Seatbelts sind on. Und jetzt gehen wir auf 230, right turn, 230. Ja, jetzt hat es ganz schnell aktualisiert, jetzt haben wir es schön gesehen. Und ohne irgendwelche FPS-Geruckel, das ist also schon geil. Also das hat sich jetzt gelohnt, dieses Ultra Weather XP. Okay, unsere Landezeit verzögert sich jetzt hier durch. Okay, wir sind aber jetzt bald wieder on track. Sonst gehen wir jetzt auch ein bisschen schneller runter, wieder auf 1700. Jetzt werden wir da wieder ein bisschen schneller, dann bremse ich da mit den Speedbrakes runter. Genau, wir sind on track, schalten wieder auf FMS. Intercepting point ist checked. Next point ist Backsip. No, Navigation. Navigation failed. Okay. Navigation tracked, okay. Jetzt hat's geklappt. So, jetzt sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Also, jetzt müssen wir mal schauen. Backsip das 6000. Da müssen, oder nicht tiefer als 6000, können wir auch das hier wieder per Autopilot descenden lassen. Das sind gleich geahnt. Ups, was machst du? Muss ich die manuell? Ah, ich muss die Geschwindigkeit. Ah, alles klar. Alles klar. Die Geschwindigkeit. So. Die ist noch 210. Ja, 210 ist per FMS. Also das sieht schon, also das hat sich gelohnt. Also wenn ich das sagen darf, es sieht schon geiler aus als X und Y. Alle, die jetzt X und Y gekauft haben und wo ich empfohlen habe, euch das zu kaufen, könnt ihr wieder zurück auf Ricardo oder auf eBay verscherbeln. Kauft euch das Ultra Weather XP. Mit dem aktuellen, so genau das Wetter ist jetzt in Olbia. Haar genau das. Das ist ein geiler Approach. Oh, 6000, ich muss da schon lange mal meine Lichter einschalten. 6000 Blue ist checked. Speed 210 ist checked. Und die Lichter sind an. Uiuiui. Jawohl, genau. Also, wir sind jetzt irgendwo. Da ist Olbia. Da ist die Stadt Olbia. Das ist Sardinien. Das ist übrigens alles
mit Ort of Rigsby. Ja, und da hat man natürlich diese Streifen, das ist dieses Standard. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen blöd aus, aber naja. Man schaut ja aus dem Cockpit raus. Okay, Altitude 6000. Okay. Jetzt ganz wieder schnell geruckelt, auch aber schon wieder vorbei. Speed, ich behalte 210. Er wollte jetzt da runtergehen auf 156. Für das ist das ein bisschen zu früh. Bei Big Sip, ja, 183 Obimi, das kann man dann machen. Oder bei Senal, ja, das machen wir jetzt manuell. Ich habe da nicht so jetzt ein Vertrauen, dass ich jetzt alles per FMS laufen lasse. So, da ist auch schon, könnt ihr eigentlich mal Terrain einschalten. Wie sieht es mit Terrain aus? Wetter, ich glaube, das habe ich immer noch nicht geschnallt, aber es müsste eigentlich auch automatisch gehen. So, da haben wir eigentlich ein, ja, ziemlich gut durchflogen. Ja, es ist ziemlich neblig. Coinage ist, wieso ist das, habe ich das nicht gemacht? Coinage, was ist Coinage? Ich muss es jetzt mal hier anschauen. 1013. So, dann ist das Set. Ah, vielleicht habe ich das jetzt irgendwann was falsch geklickert. Coinage ist Set. Check, the brakes is set, simple side zone, anti-ice as required. Was haben wir für Temperature hier? 13 Grad. Aktuell, da brauchen wir kein Anti-Ice. So, jetzt gehen wir hin und capturen mal den Localizer. Das findet hier statt. D15 5000, dann auf 3800. Jawohl, wir machen einen Right Turn jetzt. Perfekt, genau. Immer noch jetzt durch den Wolken, immer noch 40 FPS. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Ground Spoilers on, das haben wir schon. Autobrakes Medium. Normalerweise macht man eine A320 Medium oder eine A330, aber wir machen heute Low. Wir sind leicht. Okay, wir gehen auf, runter auf, was ist das, Obimi? Ich muss nochmals den Chart wechseln. Obimi ist 6000, Senal 5000. Genau, das wäre der nächste Punkt. Also, da ist Senal 5000. Also, wir bleiben jetzt da noch bei Obimi 6000, weil das ist ja safe. Weil es da links und rechts irgendwo doch noch Berge hat in Sardinien. Das sieht man auch da vorne. Da ist man noch auf der sicheren Seite, über 6000. Speed 190, now. Flaps 2, speed checked. Ja, ein bisschen Overspeed jetzt, dann gehen wir auf 180. Altitude 5000. Senal. Next altitude is 3800 feet. Okay, wir können eigentlich jetzt bereits den Localizer armen. Ja, Localizer ist gearmt.
Localize is set, localize is captured. Perfekt. Wir sind auf dem auf der verlängerten Pistenachse mit Speed 180. Gehen runter auf 5000. 5000 Blue, 5000 ist Level off, ja, okay. Haben wir. ISM 117. Noch ein bisschen rechts. Signal, okay, wir gehen auf 3800. Warten noch ein bisschen Signal. Wir haben 9 Knoten Rückenwind, ich hoffe es bessert sich, das ist ein bisschen viel. So, komm runter. Speed 160. Flaps 3. Localizer ist immer noch gecaptured. Speed Brakes sind geahnt, genau. Da vorne ist die Piste. Glide Slope Blue. Category 3. Schlechte Sicht oder was? Jetzt hat sich das Wetter wieder aktualisiert. Ja, man hat es gemerkt. Ein bisschen kleiner Overspeed mit dieser Flaps-Einstellungen. Okay, ja, es checkt. Glide Slope ist aber vorhanden. Jetzt müssen wir runter mit dem Speed. 160. Da ist Olbia 507. Glide Slope kommt. Das ist mit Flaps 3. Da kommt der Diamant. Jetzt müsste er dann schnappen. Glide Slope. Tracked. Okay. Alles full established für Runway 05. Wir sind immer noch auf Autospeed. So, jetzt können wir eigentlich da hier mal den 6000 Altitude wieder für den Durchstart setzen. Speed 150, Flaps full. Jetzt ist schon geil, das Flugzeug. Gut, das brauchen wir, den Ground brauchen wir nicht mehr, dann machen wir Landing Signs on. Wir haben noch CRS ist set, 054, alles ist established, wunderbar. Und 8 Miles vor der Landung. Was auch noch cool wäre, ist, wenn wir jetzt mal die Speed Brakes, diese Flight Control Seite mal anzeigen lassen. Pitch Trim ist 5.2. Speed Brakes sehen wir dann, wenn die nach oben schnellen. Ich dachte letztes Mal seien die nicht hochgefahren worden, aber das sollte eigentlich jetzt gehen. Speed 150, Coinage Set, das ist gemacht. Landing Lights on. Wir sind ready für die Landung. Eigentlich kann ich jetzt mal den Autopiloten ausschalten, wenn wir da im Nebel durchfliegen, und zwar Count 3. Wir lassen jetzt mal das noch sein, Decision High. Decision High ist 200. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt noch ändern können. Configuration 3. Das lasse ich jetzt. Autoland mache ich nicht, das ist zu wenig spannend. Ich glaube, es war, also ich habe es ehrlicherweise auch nie ausprobiert. Ich muss beide Autopiloten da anhaben oder sowas. Egal. Man sieht jetzt hier die Piste ja schon und ja. Ultra Weather XP. Ja, das ist schon geil. Jetzt mit dem Wetter da. Gut, man kann auch mit den Instrumenten ohne Autopilot fliegen.
Landing Gear. Form 1, okay. Okay. Landing Gear. 3 green. Und ja, okay, das ist schon ziemlich neblig. Check. Ja, aber das ist schon cool. Das sieht geil aus. Das ist echt, ja. Ist auf so Minimum-Dingsbums-Streifen da, aber der Nebel ist schon ganz cool. Okay. Autopilot off. Checked. Autotrust oder Autotrull off. Okay. Approaching 06. Oh, nicht 05? Oh, da war 06, sorry. 500. 400. Hundred above, 300. Minimum. Continue. Speed. 100. 50, 40, 30, 20, retard, retard, 5. 5,000 feet remaining. Okay, die Reversers habe ich immer noch nicht konfiguriert. Ich habe das jetzt wirklich wieder vergessen, jetzt gerade, wo ich gelandet bin. Schauen wir mal. Neue Rassen und Bremsen jetzt voll mit den Bremsen. Mal schauen, wie die Temperatur uns auch raushaut. Ja, er bremst schön. 60 Knots, perfekt. Brake Fans, okay, die sind überhitzt. Die müssen da rasen. Okay, dann nehmen wir. Ich hab wieder vergessen, die. Ich habe den Joystick neu konfiguriert und ich habe vergessen, den Autotrust. Die Reverses da einzuprogrammieren, aber ja. Pech gehabt, scheiße, muss ich nächstes Mal machen. Hot, ah da, Brake Fan on, okay. So, das ist fantastisch. Richtiges Nebel. Ultra Weather XP. Ist schon geil. So, eben die Slats, ah, jetzt sind sie gekommen, perfekt. Können wir jetzt den zurückfahren. Okay, Flaps Zero, genau, so. Ah, das ist spannend, so. Ah, ich muss schnell da rechts, genau, da wollte ich hin. Mhm. So, Landing Lights off. Lights, Localize, Strobe auf Auto. Die anderen lasse ich noch drin. So. Ja, das wäre Olbia in Sardinien. Ja, Flughafen wieder von TGG. Das ist immer noch der gleiche Flughafen wie immer. Wunderbar. Der Nebel. 40 FPS. Also, das begeistert mich jetzt, dieses Ultra-Wetter vor XP. Ich hatte schon lange nicht mehr kein so ein Wetter, so ein Sauwetter. So, das können wir wieder auf Standard. Ja, was nehme ich? Ja, ich nehme da so einen Stand Brake Hot. Immer noch, oh, immer noch sehr heiß. Ja, das war, weil ich eben die Reverses nicht genutzt habe. Aber ich schaue das nachher an. Das muss ich einfach nicht mehr vergessen. Ich habe den Knopf einfach nicht programmiert, also habe ich quittiert, habe ich gelesen, ja. Genau. Landing Memo, After Landing Spoilers, Engine Mode, Flaps, Brake, Temperature sind gecheckt. Scheiße, die Temperaturen, Engine Anti-Ice, ja.
So, und jetzt gehen wir da nach rechts. Ups, das war ein bisschen wieder zu stark gebremst. Die sind immer noch hot, die Bremsen. Es ist halt schwierig, wenn man da niemand hat, der einweist. Ich kann Außenansicht. Ja, was ist das? Ist auch daneben, oder? Ich glaube, das ist voll daneben. Das ist ziemlich daneben. Naja. Sagen, dass es neblig war. Ja, diese Seiten kann man übrigens dann noch einstellen, glaube ich, im Wetter. So. Noch ein bisschen vor und dann sieht es gut aus. Da noch den Master Switch einschalten. Genau. Ja, da kam noch ein bisschen. Break. So, well. IPU Bleed an, dann können wir da eigentlich die Runway abschalten. Beacon off. So, und das Triebwerk können wir eigentlich da abschalten jetzt. Ja, yeah, cool. Was habe ich jetzt gemacht? Nix. Okay. Gut, der Strom war's. Das können wir die Jocks ran, Fuel, Packs, da machen wir hier Stairs, Call beide. Ein Cargo kann auch mal hier hin ranfahren. Und die APU Bleed lasse ich jetzt on, Wing Lights, Logo Lights ist ebenfalls on. Das kann man auch jetzt abschalten. External Power schalte ich ein. Dann machen wir den nämlich auf Off, Packs Off, da Norm. So, da wäre es gelandet, die Edelweiß, hier in Olbia, mit dem Ultraweather vor XP. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles andere ist in der Description, auch, ja, das sieht jetzt ganz geil aus, auch die Szenerien, was ich jetzt heute verwendet habe. Und ja, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Bis bald wieder einmal und als letztes noch zu mich raus ins Weltall, zum zeigen, dass es eigentlich schon immer ging. Das ist unsere Erde hier. Bis dann. Ciao zusammen.